Also ich stehe eigentlich morgens früh mal auf, gehe dann frühstücken. Man macht immer was anderes, ist nicht so eintönig. Du lernst ja auch sehr viel Neues, was du noch gar nicht kanntest. Ja, uns hat es ja eigentlich bewogen, weil wir wussten, Ende 9. Klasse müssen sie sich ja für irgendeinen Beruf entscheiden. Am Anfang war ich mir noch relativ unsicher, was ich in der Zukunft machen möchte, also in welche Branche ich gehen will. Irgendwann hat der Mensch aber den Drang, sich mal zu entfalten und eigene Dinge zu machen. Und mir ist es lieber, das passiert in der Kindheit. Ja, mit 15, 16 Jahren kann eigentlich noch niemand genau sagen, was er die nächsten 30, 40 Jahre in seinem Beruf mal ausüben will. Meiner Meinung nach ist es halt immer schwer, so als Schüler sich Berufe auch vorzustellen. Ich habe 2 Praktikas gemacht, im technischen Bereich, auch im sozialen Bereich. Aber ich war mir immer noch nicht ganz klar, deswegen habe ich da mitgemacht. Zum einen wird jungen Menschen, die eben gerade in dieser Orientierungsphase sind, die Möglichkeit geboten, eine praktische Ausbildung oder einen Pflegeberuf kennenzulernen. Das Ziel ist eindeutig, jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, auch das Studium kennenzulernen hier an der Universität. Denn ich habe selbst mal eine Lehre im Handwerk als Elektriker absolviert, habe dann über den 2. Bildungsweg Elektrotechnik studiert. Und ich denke, es ist immer ganz wichtig, jungen Leuten eine Perspektive aufzuzeigen. Da hat man ganz viel Abwechslung und man hat halt die Freunde um sich herum. Mit der Bettdecke. Ihr bekommt beide im Box da ein. Ja, also erstmal habe ich so gedacht, ja, Schubs. Hört sich irgendwie ein bisschen komisch an. Aber man kann es ja mal probieren, so freitags nach der Schule. Schubs ist ein Projekt, das jungen Menschen hilft, das Schülerinnen und Schülern hilft, Berufe zu finden, zu erkennen und für sich selbst zu sehen, was ist das Richtige für mich. Und sie wissen dann auch viel mehr, ob sie am Ende der Klasse 10 weiter zur Schule gehen möchten oder ob sie in eine Ausbildung gehen möchten. Ich habe auch sehr viel kennengelernt, zum Beispiel in der Uni, halt die Theorie. Ja, also ich wollte eigentlich immer Erzieherin werden und habe dann halt im Technikunterricht immer gute Noten gehabt, immer 1, musste dann den Jungs teilweise auch helfen. Man findet halt relativ leicht seinen Weg, ob es was für einen ist oder nicht. Schubs verlangt natürlich von einem Schüler, wie der Name sagt, Schule und Beruf oder und Betrieb am Samstag. Klar, das sind Freitags und Samstags, da denkt man sich immer so, okay, möchte ich das jetzt? Aber ich meine, es ist 20 Mal in einem Jahr ungefähr. Man hat im Endeffekt ein Zertifikat, wo Firmen auch sehen, boah, die haben sich neben der Schule nochmal engagiert. Das kommt auf jeden Fall gut bei den Firmen an. Für die zwei, wir haben es ein bisschen angeschoben. Hin und wieder vielleicht mal eine moralische Geschichte, dass man eben sagt, okay, komm. Man hat auch viel gelernt, von daher bereue ich nichts. Weil man halt die Sicherheit hat, so kriege ich einen Ausbildungsplatz und man weiß halt mehr, okay, ist das mein Ding oder ist das nicht mein Ding. Die Entscheidung kann in Richtung Ausbildung, in Richtung duale Ausbildung gehen, sie kann aber auch in Richtung Studium gehen. Ich habe davor noch ein Schülerpraktikum absolviert, aber dank der Teilnahme an Schubs konnte ich mich halt dann vernünftig entscheiden und dann habe ich herausgefunden, dass ich zur Uni gehe. Also ich muss sagen, dass ich Schubs für eine herausragende Einrichtung halte. Und die Schülerinnen und Schüler kennen eben den Arbeitgeber auch schon, kennen die Atmosphäre, kennen das Arbeitsumfeld. Einerseits, wer so dieses Durchhaltevermögen gezeigt hat, an dem Schubs-Projekt teilzunehmen, bei dem kann man sich eigentlich sicher sein, dass er auch die Ausbildung hinterher zu Ende macht. Also eine bessere Vorbereitung aufs Berufsleben, auf eine Ausbildung, kann man eigentlich gar nicht haben. Also ich würde jedem empfehlen, da mitzumachen. Es ist eine einmalige Chance, die man nie wieder im Leben bekommt. Es war schon sehr, sehr gut.
die Entscheidung dann auch so, dass wir die zwei da eben hingeschickt haben. Du findest da immer jemanden, den man da hat, der dir helfen kann. Alle sind total nett, also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Also danach habe ich mich dann wirklich für meinen passenden Beruf entschieden. Wie man sieht, ich bin hier angenommen worden, bin jetzt im ersten Lehrjahr. Die Ausbildung gefällt mir auch gut und Schubs hat mir auf jeden Fall dabei geholfen.